Themen am Freitag. HWK würdigt ihre Meister. Pflanzen für die Brachfläche. Und Künstlerteam stellt gemeinsam aus. Das und mehr gleich hier bei LTV Aktuell. Die Apotheke an der Priormühle. Entdecken Sie unser außergewöhnlich breites Kosmetikangebot mit Exklusivdepots wie Aven, Caudalie, Dr. Hauschka und vielen mehr. Nutzen auch Sie die Vorteile unserer Prio-Kundenkarte. Während der gesamten Öffnungszeit unserer Apotheke erhalten Sie 20% Rabatt auf alle nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Ihre Prio-Kundenkarte erhalten Sie direkt in unserer Apotheke an der Priormühle 15 in Cottbus-Madlow. Ein letztes Mal für diese Woche. Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Freitag. Da ist Cottbus nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Während es gestern in ganz Ostdeutschland blitzte und stürmte, erlebten wir hier allenfalls ein kleines Unwetterchen. Zwar gab es kurzzeitig kräftigen Starkregen, das war's dann aber auch schon. Auch in der gesamten Lausitz blieb es verhältnismäßig ruhig. Größere Schäden gab es glücklicherweise nicht. Geballte handwerkliche Fachkompetenz hat sich im kleinen Spreewalddorf Lehde versammelt. Alle gehören seit vielen Jahrzehnten zu den absoluten Fachleuten ihrer Gewerke. Meister eben. Das hat man auch im großen Rahmen gewürdigt. Touristen auf dem Kahn sind in Lehde nichts Besonderes. Aber 200 Menschen auf einmal legen hier auch nicht jeden Tag an. Sie alle sind goldene oder diamantene Meister. Das heißt, sie haben ihre Meisterprüfung vor 50 bzw. 60 Jahren abgelegt. Die Handwerkskammer Cottbus hat sie deswegen mit dem goldenen oder diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet. Einer hat die Aufmerksamkeit dabei vor allem mit seinen Schuhen auf sich gezogen. Sie sind einfach schlicht und schwarz, trotzdem sind sie etwas Besonderes. Denn Horst Müller hat eben diese Schuhe vor 60 Jahren bei seiner Meisterprüfung selbst angefertigt. Seitdem trägt er sie nur bei besonderen Anlässen. Die Schuhe habe ich einen Tag vor der Hochzeit fertig gemacht. Dann habe ich sie angezogen zur Hochzeit. Dann habe ich sie zur Silberhochzeit angezogen. Dann habe ich sie zur goldenen Hochzeit angezogen. Dann habe ich sie zum 80. Geburtstag angezogen und für den heutigen Tag auch nochmal. Auch, dass man ein bisschen annehmen konnte. Und wenn man mit dem diamantenen Meisterbrief geehrt wird, dürfen die Schuhe eben nochmal zum Einsatz kommen. HWK-Präsident Peter Dreißig und Hendrik Fischer, Staatssekretär für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, haben insgesamt 44 diamantene Meister geehrt. Dazu kommen 81 goldene Meister. Der Vorstand der Handwerkskammer Cottbus hat ihnen die Meisterbriefe direkt an den Tischen verliehen. Insgesamt rund 6.700 Jahre Handwerkerwissen, die für Peter Dreißig ausgezeichnet gehören. Das müssen Sie sich erarbeiten. Ja. Das waren Meister, die haben den wirklich mit Fug und Recht verdient. Die sind 50 Jahre Meister, 60 Jahre haben die Meistertitel. Und da bekommen sie natürlich diese Ehrung, die sie verdienen. Ausgezeichnet wurden aber auch Persönlichkeiten, die sich heute noch für das Handwerk einsetzen, und das ehrenamtlich. Joachim Schurich und Lothar Waske haben zum ersten Mal im Kammerbezirk die goldene Ehrennadel mit Diamanten bekommen. Fast zwei Jahrzehnte war Lothar Waske Obermeister der Dachdeckerinnung Cottbus und hat sogar den Landesverband der Dachdecker mitgegründet. 10 Jahre wirkte er außerdem im Vorstand der Handwerkskammer Cottbus mit. So wollte er die Hilfe zurückgeben, die er damals selbst bekommen hatte. Ich habe 1981 nach dem plötzlichen Tod meines Vaters, der war die dritte Generation und ich wurde dann die vierte Generation in unserem im elterlichen Betrieb, die Firma übernommen. Und das war sehr schwierig, weil im Sozialismus, ich war darauf nicht vorbereitet. Ich hatte Bauwesen studiert und arbeitete im Kraftwerk. Und hatte dann aber die Möglichkeit, das zu tun, was man vorher mir verwehrt hat.
Und sehr viele Kollegen, mit denen ich vorhin auch gesprochen habe, die haben mich unterstützt. Die haben ganz einfach mich eingeladen, gefragt, was brauchst du, was können wir helfen. Es waren andere dabei, die haben mich eingeladen und sagen, komm, ich mach die Tür zu und wir erzählen dir alles mal das, was du wissen musst, damit du solch einen Betrieb führen kannst. Und diese Unterstützung hat mich dazu bewogen, auch der jüngeren Generation, den Nachfolgern, das zukommen zu lassen, was die anderen mir haben zukommen zu lassen. Und deshalb fühlte ich mich da verpflichtet. Auch Horst Müller gab sein Wissen in den 60 Jahren als Meister immer wieder weiter. Für den 82-Jährigen war die Ehrung mit dem Diamanten in Meisterbrief noch mal etwas ganz Besonderes. Das kann man nicht beschreiben, weil man zu Ostzeiten gar nicht so was hat, gehabt hat. Und so eine Auszeichnung, die ist mehr wert wie alles andere. Auch der goldene Meisterbrief war für mich schon wert. Und jetzt der Diamant, was will ich da mehr? Peter 30 wünscht sich, dass die Erfahrungen noch lange weitergegeben werden. Denn das Handwerk lernt man weniger aus Büchern, sondern am besten durchs Machen. Vor allem in ländlichen Regionen Brandenburgs ist guter Internetempfang oft ein Glücksspiel. Gerade entlang von Autobahnen und Zugstrecken könnte sich das aber in den nächsten 12 Monaten ändern. Vodafone hat heute angekündigt, insgesamt 14 Millionen Euro in den Mobilfunkausbau zu stecken. Neue LTE-Stationen sollen gebaut und bestehende nachgerüstet werden. 121 Vorhaben sind in Brandenburg geplant. So wolle man Funklöcher schließen und höhere Geschwindigkeiten schaffen. In Brandenburg sprießen die Mobilfunktürme, in Cottbus die Blumen. So war zumindest der Plan. Die Politik hatte angekündigt, Teile der Brachfläche in der Innenstadt zu begrünen. Das nehmen jetzt andere in die Hand. Bunte Blumen gegen den Schandfleck. Die Brachfläche am Blechenkarree soll bepflanzt werden. Das hatte zumindest die Stadt vor einem Monat bekannt gegeben. So sollten wenigstens die nicht unterkellerten Bereiche kurzfristig begrünt werden. Passiert ist bis heute aber noch nichts. Die Bürgerinitiative Schönes Cottbus will deswegen nachhelfen. Die neu gewählten CDU-Stadtverordneten, die haben wir angesprochen hier, ob sie nicht dann ihren Worten, die an den Wahlplakaten standen, war hier für jeden nachzulesen, ob sie nicht auch Taten folgen lassen wollen hier. Und wir haben vorgeschlagen als Bürgerinitiative Schönes Cottbus, dass man doch eine Mini-Fläche mal bepflanzen könnte, um den Flächenbesitzern zu zeigen, wie schön das aussehen könnte, wenn man endlich was tut. Gesagt, getan. Gemeinsam mit CDU und unser Cottbus wurde jetzt wenigstens ein kleiner Teil begrünt, aber leider nicht auf der Fläche, sondern nur daneben. Als nächstes will die Bürgerinitiative auch noch mal bei anderen Parteien anklopfen. Nächste Woche wollen wir mal bei der SPD vorbeigehen. Die haben, glaube ich, die meisten Plakate gehabt. Weg mit dem Schandfleck. Da wollen wir dort mal horchen. Ich hoffe, sie sind da und nicht irgendwie auf Parteivorsitzende Suche oder was nicht. Vielleicht treffen wir sie an, dann werden wir mal fragen, was für Taten nun folgen sollen. Nicht wichtig wäre von den Abgeordneten, dass sie wirklich in der Stadtverordnetenversammlung anständig auf den Tisch mal hauen und dass das auf der Tagesordnung steht bei jeder Sitzung. Mit der Aktion macht die Bürgerinitiative auch weiterhin auf die Unterschriftensammlung aufmerksam. Über 5000 Unterschriften sollen bald auf dem Papier stehen. Damit lässt die Initiative beim Thema Brachfläche auch weiterhin nicht locker. Eine chinesische Wirtschaftsdelegation hat heute Cottbus besucht. Der Wasserstoffbushersteller Wangxian traf sich mit Vertretern der IHK. Eingeladen waren auch Experten des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, der BTU und von Cottbusverkehr. Wasserstoff gilt als Zukunftstechnologie. Mit der chinesischen Delegation hat man Erfahrungen ausgetauscht. Dabei ging es etwa um Reichweite, Zulassungsverfahren und Projekte rund um die Mobilität mit Wasserstoff. Parallel hat sich die IHK mit der Situation in der Cottbuser Innenstadt beschäftigt. Mehr dazu in den Kurznachrichten. City-Offensive gestartet. In Cottbus lief heute die Brandenburger Innenstadtkonferenz. Dabei ging es in Vorträgen und Diskussionen um die Vernetzung von Kommunen und Händlern. Verschiedene Experten haben über die Belebung von Innenstädten gesprochen. Die Brandenburger Industrie- und Handelskammern haben die Veranstaltung organisiert. Gleichzeitig fiel der Startschuss für den Innenstadtwettbewerb. Dabei werden kreative Ideen gesucht, um Innenstädte zu beleben. Wettbewerbsbeiträge können bis Ende August bei der IHK Cottbus eingereicht werden.
Acker sollen blühen. Das Land Brandenburg fördert jetzt Landwirte, die Blühstreifen auf ihren Feldern anpflanzen. Der Fördersatz beträgt 700 Euro pro Hektar. Die Blühstreifen sollen Wildtieren und nützlichen Insekten Schutz bieten. Das Land will dafür jährlich 6 Millionen Euro Fördermittel bereitstellen. Landwirte können ab dem 1. Januar 2020 Blühstreifen für mindestens 5 Jahre anlegen. Auf allen Flächen ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verboten. Nächste Diskussionsrunde. Die Cottbusser Bürgerdialoge gehen weiter. Nächsten Dienstag geht es um das große Thema Strukturwandel. Das Sofortprogramm der Bundesregierung soll weiter diskutiert werden. Mit dabei sind zum Beispiel der Lausitz-Beauftragte Klaus Freitag, BDU-Präsidentin Christiane Hipp und Oberbürgermeister Holger Kelch. Anschließend gibt es eine offene Fragerunde für alle Cottbusser. Der Bürgerdialog beginnt am Dienstag um 18.30 Uhr im Stadthaus. Gute Nachricht für den FC Energie Cottbus. NVRM bleibt dem FCE auch in der nächsten Saison als Sponsor treu. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Förderung der Nachwuchsmannschaften. Dies wird umso wichtiger, da die erste Mannschaft verstärkt auf den Nachwuchs setzen wird. Auch beim fiktiven Heimspiel werde man sich mit dem Kauf von 100 Tickets beteiligen. Bereits seit 2001 ist NVRM Sponsor von Energie Cottbus. Laut Verein habe man somit mehr Planungssicherheit für die bevorstehende Saison in der Regionalliga Nordost. Regelmäßig gibt es im Kundenzentrum der LWG etwas Neues zu entdecken. Seit vielen Jahren bietet man dort Künstlern aus der Region die Möglichkeit, sich und seine Werke zu präsentieren. Das ist auch aktuell wieder der Fall. Seit Ende der 90er Jahre stellt Gabriele Gittel immer mal wieder ihre Malereien aus. Doch diesmal geht es nicht allein um sie. Für die neue Kunstausstellung der LWG hat sie sich Unterstützung mitgebracht. Seit 19 Jahren leitet sie in Branitz einen Malzirkel. Regelmäßig trifft man sich und macht zusammen Kunst. Entweder gebe ich was vor, erkläre etwas. Es gibt ja da sehr unterschiedliche Teilnehmer. Die einen fangen an, wollen schnuppern. Die anderen sind schon lange dabei und ziemlich selbstständig. Ich helfe dann hin und wieder schon und greife mal mit ein, wenn es gar nicht weitergeht. Und das wollen sie eigentlich auch ganz gerne. Die meisten jedenfalls. Brunhild Buder hat mal mit einem Schnupperkurs beim Malzirkel angefangen. Mittlerweile hatte sie sogar schon eine eigene Ausstellung. Malen ist ein fester Bestandteil ihres Lebens geworden. Ich war dann natürlich ganz überrascht, wie viele Techniken es gibt und wie viele Möglichkeiten und war noch erstmal ein bisschen gehemmt, weil ich dachte nicht, dass ich das dann doch so schaffen könnte. Aber mit der Zeit sind dann auch Erfolgserlebnisse entstanden und freue ich mich eigentlich heute, dass ich den Weg gegangen bin. Und das ist jetzt ein wichtiger Bestandteil meines Programms. Einmal in der Woche gehe ich zum Malen und wenn ich dann noch zu Hause Lust habe, dann setze ich mich abends noch hin und male zu Ende. Oder wenn ich ein Motiv sehe, dann hole ich den Block raus und mache ein paar Skizzen. Das ist ein schönes Hobby. Der 10-köpfige Branitzer Malzirkel ist mittlerweile eine eingeschworene Truppe. Unter der Leitung von Gabriele Gittel experimentiert man mit Techniken, Farben und Motiven. Bei der LWG gibt man schon immer mal auch unbekannteren Malern eine Plattform. Dabei sieht man sich auch in der Pflicht. Die Kommunen sind auch unsere Gesellschafter. Das heißt, das öffentliche Leben und die Einwohner sind de facto eigentlich auch Mitgesellschafter bei uns bei der LWG. Und da fühlen wir uns verantwortlich, auch in der Unterstützung einmal in dem Bereich Kinder und Jugend und in dem Bereich Kulturförderung. Im weiteren Sinne eigentlich, dass wir Sachen unterstützen, dazu beitragen, dass unsere Region lebenswert bleibt und keiner mehr weggeht. Jetzt eher sogar noch mehr wieder zu uns tritt. Und vor dem Hintergrund haben wir uns vorgenommen, wir fördern Jugend, Familie, Sport und Kultur. Keines der Zirkelmitglieder ist ein Profi. Sie alle verbindet das Hobby. Von sich aus sucht niemand die Öffentlichkeit. Doch genau das hält Gabriele Gittel für wichtig. Da muss man die anderen auch mal zu ihrem Glück zwingen. Ja, ich habe wieder die Leute gestresst. Ich habe gesagt, Ausstellungen, wir müssen öffentlich präsentieren. Das möchten die Leute und das wollten sie ja auch. Aber das Beste ist halt, dass die Leute das selbst tun und sehen, ja, das wird ja gewürdigt, das bleibt ja nicht irgendwo in einer Mappe liegen. Die Ausstellung verfolgt kein übergeordnetes Thema. Es sind alles Werke, die in den letzten Jahren entstanden sind. Zu sehen natürlich nicht nur für die Mitarbeiter der LWG. Jeder kann während der Öffnungszeiten des Kundenzentrums mal vorbeischauen.
Und damit sind wir schon wieder am Wochenende angekommen. Dank Pfingsten können sich viele einen Tag länger erholen. So auch bei LTV. Am Dienstag sehen wir uns mit einer aktuellen Ausgabe wieder. Genießen Sie bis dahin die freien Tage. Tschüss! Wir bei Expert versuchen alles, um Menschen glücklich zu machen. Mit exzellenter Beratung, Service oder wie heute mit dem Expertenangebot der Woche. Wie dem Tefal Opti-Grill für nur 99 Euro. Perfekte Grillergebnisse. Blutig, medium oder durchgebraten. Expert mit den besten Empfehlungen. In der Nacht ziehen ein paar Wolken auf, es bleibt aber trocken und mild bei 19 Grad. Der Samstag startet bewölkt, zum Mittag klart sich der Himmel aber wieder auf. Danach bleibt es sonnig. Den ganzen Tag über kann es stärkere Böen geben, die Höchstwerte liegen bei 24 Grad. Der Sonntag wird überwiegend freundlich. Erst in der zweiten Tageshälfte ziehen ein paar Wolken auf. Ansonsten wird es sommerlich mit bis zu 26 Grad. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Der große Halbjahresinventurverkauf im Möbelzentrum Großräschen. Bis zum 11. Juni und nur solange der Vorrat reicht. Massenweise Ausstellungsstücke bis zu 76% radikal reduziert. So günstig gab es Markenmöbel noch nie. Und auf Wunsch unsere 0% Sonderfinanzierung bis zu 48 Monate. Auf Möbelneubestellungen gibt es außerdem bis zu 30% Rabatt. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Achtung! 45 Küchentester gesucht mit einmaligen Konditionen. Rosaxan. Damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern.